Hallo! Hallo! Mode in Mailand, Film Nummer 2. Heute erzählt uns Luisa über die Fashion Week. Ich meine, die Vorstellung, mal zu einer Modenschau der Fashion Week zu gehen, das ist doch sensationell, oder? Erzähl mal, wie habt ihr das geschafft? Also, das war auch meine erste Fashion Week. Das war auf jeden Fall total aufregend. Wir hatten uns vorher rausgesucht, wo, wann, welche Show ist und haben uns dann, sage ich mal, die kleineren Shows, die kleineren Marken ausgesucht und haben uns dann halt mal versucht anzustellen. Es hat auf jeden Fall ein paar Mal nicht geklappt. Es sind meistens noch ein paar Plätze für, also so Standing-Plätze, Stehplätze halt, die dann noch verteilt werden. Aber dann waren wir bei einer italienischen Marke namens Iceberg und haben da tierisch lange auch angestanden und es sah total aussichtslos aus. Und dann waren wir noch die letzten 3 Personen, die rein durften. Und ja, das war auf jeden Fall total interessant. Es war eine ganz bestimmte, besondere Atmosphäre irgendwie da drin. Und ja, dann haben wir die Fashion Show angeguckt. Das Lustige daran ist, man steht ungefähr 1,5 Stunden an, wenn man keine Karte hat. Und diese ganze Show geht ungefähr 7 Minuten. Oh, ne, ja. Echt? Und dann ist alles vorbei? Dann ist alles vorbei und sobald die Musik aus ist, quasi das letzte Model ist noch auf dem Laufsteg, stehen alle direkt auf und rennen wieder raus. Zur nächsten Show, ja, genau. Okay, ja. Schöne Location? Das war eine relativ unspektakuläre Location. Es war einfach alles ganz weiß gestrichen, ja. Aber Iceberg ist auch eine Firma, die man hier auch kennt, oder? Gar nicht so klein. Ja, es war aber auch, glaube ich, eine unauffällige Location, weil die Mode halt sehr auffällig und bunt und ja. Gut, also Luisa hat ein bisschen gefilmt, kleine kurze Schnipsel, die hängen wir jetzt einfach mal dran, um vielleicht so ein bisschen von dieser Atmosphäre einzufangen und zu vermitteln, wie sieht das auf so einer Fashion Week Show aus. Aber was ich an den Fotos so toll fand, die du geschickt hast, die Leute, die da über die Straße laufen, ne, das sind ja wirklich Paradiesvögel zum Teil, oder? Das war fast auch noch das Interessantere an dieser ganzen Fashion Week, weil halt einfach die Stadt mit, interessanten Leuten gefüllt war und auch davor hat man das ja immer gesehen. Das Witzige war immer, wenn eine interessant gekleidete Person kam, dann haben sich immer die ganzen Fotografen direkt draufgestürzt und sobald, das war bei uns der Fall, wenn wir Fotos von uns selber gemacht haben, auch mit dem Handy, dann kamen da immer mehr Fotografen und standen da teilweise ein paar und haben einen fotografiert. Ja, was auffällig war, ist, dass je mehr Lagen man übereinander anhatte und auch verschiedene also karierte Muster, ne? Oder sowas, desto interessanter war man irgendwie für die Fotografen. Und ansonsten, genau, auf der Straße sind halt viele von den Modefirmen rumgelaufen. Genau, wird auch noch ein Bild dann im Video sein. Ja. Also Lagen übereinander, ist egal, ob das jetzt Blümchen ist, Karo ist, Punkte, alles wild gemischt übereinander. Oder halt kariert, aber jedes Teil dann anders kariert, in einer anderen Farbe. Also früher hätte man gesagt, mein Gott, das passt ja alles gar nicht zusammen, ne? So ändern sich die Ansichten. Klar, die Mode ist ja auch nur ein Rad, was man nicht neu erfinden kann. Man kann immer nur wieder neue Kombinationen finden und je verrückter, desto besser. Also schaut es euch mal an. Viel ist es nicht aus rechtlichen Gründen, wie gesagt. Aber das, was wir jetzt ranhängen, ist vielleicht dann auch schon interessant. Sollte das jetzt nicht funktionieren, dass der Filter sagt, nein, dann werde ich diesen Film jetzt dann ohne eben diese Schnipsel zeigen. Also entweder die sind jetzt dran, weil es funktioniert hat, oder sie sind nicht dran, weil der Filter dann sagt, nee, aus urheberrechtlichen Gründen darf das hier nicht sein. Also, ihr werdet jetzt sehen, ob es dran ist oder nicht.